Guten Abend und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zur Talkterrine im September 2018. Für die von Ihnen, die das Format noch nie gesehen haben, erkläre ich noch mal kurz, wie es abläuft. Ich bin der Gastgeber des heutigen Abends. Ich werde mich gleich an diesen Tisch mit heransetzen. Aber ich bin nicht der klassische Talkmaster. Ich werde nicht ganz allzu viele Fragen stellen, sondern es soll sich ein eigendynamisches Gespräch entwickeln. Und dazu haben wir ein paar Gäste eingeladen. Bevor wir zu denen kommen, sage ich erstmal unser Thema. Es geht heute ums niedersächsische Polizeigesetz. Da gibt es viel Aufruhr im Moment. Wer in Niedersachsen oder sogar Hannover wohnt, an dem dürfte das nicht vorbeigegangen sein. Und wir wollen halt zu keinem Fazit kommen, aber wir wollen auf jeden Fall Missverständnisse ausräumen. Wir wollen die verschiedenen Meinungen darstellen. Und damit Sie wissen, was im Polizeigesetz steht, haben wir einen kleinen Beitrag für Sie vorbereitet mit einigen kleinen Änderungen, die es jetzt geben soll. Bitte schön. Niedersachsen verschärft sein Polizeigesetz. Was ist neu? Ein Grundgedanke ist, Straftaten durch sogenannte Gefährder zu verhindern, bevor sie begangen werden. Polizisten dürften nach dem neuen Gesetz ohne richterlichen Beschluss Maßnahmen gegen Gefährder ergreifen wie Meldeauflagen, Aufenthaltsvorgaben, Kontaktverbote oder Fußfesseln zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung. Mit richterlichem Beschluss soll die sogenannte Quellentelekommunikationsüberwachung und die Online-Durchsuchung möglich sein. Das heißt, Smartphones und Computer dürfen anhand von Staatstrojanern ausspioniert werden. Nach gerichtlicher Anordnung dürfen potenzielle Gefährder vorsorglich für 74 Tage in Haft genommen werden. Außerdem soll mehr Videoüberwachung erlaubt werden, beispielsweise auf Demonstrationen. Aus Aufklärungsgründen dürften neuerdings Bodycams von Polizisten an öffentlichen Plätzen genutzt werden. Herzlich willkommen zurück. Ich sag mal, wir haben heute 6 Gäste hier am Tisch sitzen und ich fange mal auf dieser Seite an. Da haben wir Helge Limburg, er ist stellvertretender Geschäftsführer und parlamentarischer Geschäftsführer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender meine ich natürlich und Sprecher für Rechts- und Verfassungsschutz vom Bündnis 90 Die Grünen im Niedersächsischen Landtag. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Dann haben wir direkt daneben Jörn Ibsen. Er ist Staats- und Verwaltungsrechtler. Bis 2012 war er Professor an der Uni Osnabrück und von 2007 bis 2013 Präsident des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Schön, dass Sie da sind. Daneben unser Polizeipräsident. Herzlich willkommen an Axel Brockmann. Seit 2018 Polizeipräsident des Landes Niedersachsen und von 2011 bis 2013 auch schon Polizeipräsident gewesen von der Region Hannover. Dann am Kopfende des Tisches Cécile Lecomte, Umweltaktivistin, Mitglied bei Freiheitsfu und auch in der Anti-Atomkraftbewegung aktiv. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Und an der Ecke auf meiner Seite Barbara Thiel. Sie ist die Landesbeauftragte für Datenschutz im Land Niedersachsen. Auch ein herzliches Willkommen an Sie. Und zu meiner Rechten direkt hier Dietmar Schilf, Polizeihauptkommissar und Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Auch ein ganz herzliches Willkommen an Sie. Guten Abend. So, wir haben ein bisschen was zu erzählen heute. Bevor es losgeht, habe ich hier noch mal was vorbereitet, ein kleines Video. Das wollen wir uns einfach mal kurz angucken, so als kleinen Einstieg. Und ja, danach fangen wir einfach an. Huch. Machen wir mal so. Hannover am 8. September 2018. Tausende Menschen ziehen durch Hannover, um gegen die geplante Änderung des niedersächsischen Polizeigesetzes zu demonstrieren. Rund 120 Gruppierungen, vom Chaos Computer Club bis hin zu rivalisierenden Fußballfangruppen, protestieren gemeinsam gegen die Verschärfung des Polizeigesetzes. Kritiker befürchten massive Eingriffe in die Grundrechte der Bürger. Befürworter hingegen begrüßen die Reform als Reaktion auf eine veränderte Sicherheitslage. Wir waren bei der Demonstration vor Ort und haben Bürgerinnen und Bürger zur Erneuerung des Gesetzes befragt. Mich empört eben ganz besonders, dass ein Bürger erstmal nicht per se unschuldig ist, sondern die Unschuldsvermutung gilt, sondern dass ich grundsätzlich jetzt als schuldig, als dringende Gefahr betrachtet werde. Und eigentlich verunsichert mich das mehr, als dass das die Sicherheit stärkt. Grundsätzlich kann man sagen, warum müssen Gesetze verschärft werden, wenn die Statistik uns gerade sagt, dass die Kriminalität im Abnehmen ist. Das muss natürlich nicht auf Dauer so sein, aber im Augenblick besteht Erklärungsbedarf. Ich wäre eigentlich sehr froh, wenn die Gesetze, die da sind, wenn die gut angewendet würden, dann würde man das höchstwahrscheinlich eben überhaupt nicht brauchen. Brauche ich Fußfesseln? Brauche ich eine Präventivhaft? Wer bestimmt eigentlich, wann ich ein Gefährder bin?
Das geht doch ganz leicht, auch in eine andere Seite zu drehen. Ne? Und das ist für mich das Problem. Und die Überwachung, zum Beispiel überall Kameras, absolut dagegen bin ich nicht. Aber das wird ja so weit ausgeartet, ne, dass ich nicht mehr weiß, wie das weitergeht mit mir. Ich bin ja durchschaubar. Ne? Ich habe nichts Privates mehr. Das sehen Sie auch schon, wenn Sie gehen ins Kaufhaus, über eine Karte oder so. Sie wissen alles von mir. Alles von mir. Und dagegen wehre ich mich. Und was morgen kommt, das ist nicht das Ende vom Polizeigesetz. Sie sehen, ein bisschen Unmut ist da, ein bisschen Klärungsbedarf vielleicht auch. Herr Brockmann, Sie ja, als Vertreter des Innenministeriums, Sie befürworten das Gesetz natürlich, keine Frage. Warum ist es denn jetzt an der Zeit, warum ist es denn überhaupt notwendig? Ja, also ich bin überzeugt davon, dass wir ein neues Gefahrenabwehrgesetz brauchen hier in Niedersachsen. Die Menschen in Niedersachsen haben einen Anspruch darauf, dass sie hier sicher in Niedersachsen leben können. Und es wurde in dem Beitrag ja eben gesagt, dass die Straftaten zurückgehen. Das ist richtig, das ist auch gut. Da machen wir auch viel dafür. Wir bewegen uns aber hier in dem Feld der Gefahrenabwehr. Also in der Stufe noch bevor es überhaupt zu Straftaten kommt. Und dafür brauchen wir als Polizei das notwendige Handwerkszeug. Wir müssen ganz einfach zur Kenntnis nehmen, wir haben in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen gehabt. Das Gesetz, was wir jetzt haben, ist schon mehr als 10 Jahre alt. Und wenn man sich das mal anguckt, was sich in dieser Zeit verändert hat, dann ist das schon gravierend. Zunächst mal möchte ich sagen, der Bereich Bedrohung durch den islamistischen Extremismus und Terrorismus. Ich glaube, jeder von uns hat vor Augen das, was wir im Jahre 2015 in Paris erlebt haben, das, was wir erlebt haben auch in Berlin. Wir in Hannover waren selber betroffen von der Absage des Fußball-Länderspiels. Wir haben, das muss man zur Kenntnis nehmen, eine anhaltend hohe Gefährdungslage. Das heißt, es kann auch bei uns in Niedersachsen jeden Tag zu einem Anschlag kommen. Und wir als Sicherheitsbehörden stellen eben auch fest, es gibt ein Klientel von Menschen, denen wir auch solche Straftaten, solche terroristischen Straftaten zutrauen. Und dafür brauchen wir das entsprechende Handwerkszeug, die Grundlagen, die rechtlichen Grundlagen, damit wir da entsprechend auch unsere Informationen einholen können. Also da ist es wirklich für mich auch ein Beispiel, um das gleich auch direkt anzusprechen. Wenn man sich das mal anguckt in den letzten 10 Jahren, Telekommunikationsverhalten hat sich erheblich verändert. Also früher war das Normale eben, dass man telefoniert hat, also leitungsgebunden. Und wenn wir uns das heute angucken, findet das so gut wie gar nicht mehr statt. Also es gibt einen Austausch über Chatforen und das Ganze findet nur noch verschlüsselt statt. Und wir erkennen, dass wir immer weniger Erkenntnisse bekommen und immer weniger Möglichkeiten haben auch, entsprechend schon im Vorfeld tätig zu werden, um Straftaten letztendlich zu verhindern. Also das ist aus meiner Sicht unabdingbar, dass wir da nachsteuern müssen. Und ich nehme natürlich auch wahr, dass das viele andere Länder ganz genauso sehen, eigentlich alle Länder genauso sehen. Und wir sind mit unserem Entwurf da nicht an der Spitze der Bewegung. Also es gibt andere Länder, die da deutlich noch stärkere Maßnahmen in ihren Gesetzen verankern. Ich glaube, wir haben einen ausgewogenen Kompromiss. Herr Ibsen, Sie haben zwischendurch schon mal so ein bisschen genickt. Würden Sie sagen oder würden Sie da zustimmen, dass die Gefahrenlage dieses Gesetz jetzt erfordert? Unbedingt. Wir können sagen, dieses Gesetz ist ein Terrorabwehrgesetz und es ist unter dem Eindruck des Anschlags vom 19. Dezember 2016 zustande gekommen, hat aber einen Vorläufer in Gestalt des BKA-Gesetzes. Und hier hat der niedersächsische Gesetzgeber im Grunde zum Teil wortwörtlich die Vorschriften des BKA-Gesetzes wiedergegeben. Und das BKA-Gesetz in seiner ersten Fassung war Gegenstand einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, habe ich hier mitgebracht, die nicht weniger als 158 Seiten lang ist. Und einzelne Vorschriften des BKA-Gesetzes sind für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt worden. Und dann hat der Bundesgesetzgeber entsprechende Nachbesserungen vorgenommen. Und dieses Gesetz, das jetzt zur parlamentarischen Entscheidung ansteht, berücksichtigt diese Monitor des Bundesverfassungsgerichts
Und insofern sind verfassungsrechtliche Bedenken nicht zu erheben. Dazu sage ich gerne noch was. Wir müssen unterscheiden, ob man ein Gesetz politisch will, dafür ist oder dagegen. Herr Limburg wird dagegen sein, wie ich vermute, oder ob man mit dem Argument, es sei verfassungswidrig, dagegen ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Und ich selber bin ja Verfassungsrechtler, nehme nur zu den verfassungsrechtlichen Fragen Stellung. Da vertrauen wir Ihnen einfach mal als Profi, was das vielleicht angeht. Trotzdem gibt es ja viel Kritik, das haben Sie ja auch ja gerade selbst schon angesprochen, das ist dann vielleicht der politische Wille. Das werfe ich einfach mal in die Runde. Warum, wenn es doch so nötig zu sein scheint, warum trotzdem diese ganze Kritik? Wo kommt das her? Das ist, wenn, weil wir jetzt gerade über Männer geredet haben, Frau Thiel den Vortritt gelassen. Aber ja, Herr Limburg, das ist wirklich nett. Ja, wunderbar. Also Sie haben mir eben ein Stichwort gegeben, nämlich will man ein Gesetz politisch oder hat man verfassungsrechtliche Bedenken? Und meine Aufgabe ist es nicht, ein solches Gesetz politisch zu bewerten in meiner Funktion, sondern ich habe mich mit den verfassungsrechtlichen Fragen auseinanderzusetzen. Und ich habe an der Stelle insbesondere das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung zu betrachten. Und in diesem Zusammenhang geht es mir eben darum, dass in diesem Gesetz, Sie haben da auch etwas gesagt, was ich sehr bemerkenswert fand, das niedersächsische Gesetz berücksichtigt all das, was im BKA-Gesetz jetzt normiert ist. Man könnte, wenn man das jetzt böse ausdrücken wollte, auch sagen, es wird alles abgeschrieben, ohne dass eine gezielte Begründung für die niedersächsische Situation gewählt wird. Und das ist der eigentliche Kritikpunkt, den ich anbringe. Die allgemeinen Begründungen, die auch Herr Brockmann genannt hat, kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, wir sind uns alle über die Sicherheitslage im Klaren. Und niemand will hier auch verhindern, dass die Polizei mit angemessenen Mitteln ausgestattet wird. Nur wenn es um die verfassungsrechtliche Frage geht, dann erwarte ich eine saubere Begründung für jede einzelne Maßnahme, aus der erkennbar wird, dass auch tatsächlich eine Abwägung stattgefunden hat zwischen dem Bedürfnis nach Sicherheit, zwischen der Sicherheitsfrage als solches und auf der anderen Seite den Freiheitsrechten der Bürgerinnen und Bürger. Und genau das ist in der Gesetzesbegründung nicht geschehen. Und von daher halte ich das Gesetz eben auch für handwerklich bzw. juristisch schlecht gemacht. Und dass ich das nicht alleine bin, die so denkt, das machen die vielen Stellungnahmen, die jetzt auch im Anschluss an die Anhörung im Innenausschuss eingegangen sind, aus meiner Sicht mehr als deutlich. Ich kritisiere darüber hinaus, und dann würde ich das vielleicht an die Runde auch wieder weitergeben. Ich kritisiere darüber hinaus, dass zum einen die Videoüberwachung deutlich ausgedehnt wird und damit einer nahezu flächendeckenden Videoüberwachung Vorschub geleistet wird. Ich kritisiere darüber hinaus, dass an manchen Stellen ein Richtervorbehalt nicht gewählt wird und denke, dass an der Stelle ein Richtervorbehalt dringend erforderlich wäre. Insofern gibt es auch dort verfassungsrechtliche Bedenken. Und ich bin darüber hinaus der Auffassung, dass beim Einsatz der Bodycams ein Pre-Recording auf gar keinen Fall zulässig ist. Also auch das ein verfassungsrechtliches Momentum ist, gegen das ich durchaus hohe Bedenken habe. Eins möchte ich noch abschließend sagen. Es gibt kleine Punkte in diesem Gesetz, die ich sogar begrüße. Also es wird eine Rechtsgrundlage für die Bodycams, für den Einsatz der Bodycams geschaffen. Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Und es wird auch eine Rechtsgrundlage für diese sogenannte Section Control geschaffen. Beides haben wir jetzt schon seit geraumer Zeit gefordert. Insofern ist es gut, dass da jetzt endlich was geschehen soll. Als letzter Punkt an der Stelle zu nennen, auch die Videoüberwachung in Gewahrsamszellen. Auch da fehlte es bislang an einer Rechtsgrundlage. Also ich denke, das sind so die Big Points in diesem Gesetz, und da muss eben massiv aus meiner Sicht nachgearbeitet werden, und dann wird man sehen, ob es gelingt, dieses Gesetz tatsächlich verfassungsmäßig zu gestalten. An der Stelle, denke ich, wird es sehr, sehr schwierig werden für den Komplex Online Untersuchung und für den Komplex Quellen TKÜ, aber da können wir ja dann vielleicht noch mal einzeln darauf eingehen. Vielleicht von meiner Seite. Ich würde, wenn Sie gestatten,
eine Grundsatzfrage zunächst klarstellen. Wir haben im Grundgesetz weder ein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung noch ein Computergrundrecht. Wenn Sie das Grundgesetz aufschlagen, finden Sie kein Wort darüber. Beide Grundrechte sind vom Bundesverfassungsgericht entwickelt worden in einer Reihe von Entscheidungen. Ich habe immer die Meinung vertreten, an sich wäre das die Aufgabe des verfassungsändernden Gesetzgebers gewesen. Karlsruhe hat gemeint, das sei nicht nötig. Und in den wegweisenden Entscheidungen hat man zunächst das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Sie erwähnt haben, und dann viele Jahre später das sogenannte Computergrundrecht entwickelt. Nun können beide richterrechtlich entwickelte Grundrechte natürlich nicht einschränkungslos gewährt werden, gewährleistet werden. Deswegen lesen wir an den Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gleichzeitig ab, welche Einschränkungen möglich sind. Und diese Einschränkungen lassen sich auf eine ganz einfache Formel bringen, nämlich es darf keine übermäßige Einschränkung dieser Grundrechte erfolgen. Und die Frage, über die wir hier Verfassung, Sie haben also mehrfach ja die Verfassungswidrigkeit moniert, diese Frage ist das übermäßig? Und das Übermaßverbot gliedert sich in erstens den legitimen Zweck, der ist hier ja, glaube ich, nicht zu bestreiten. Zweitens die Geeignetheit der Maßnahme, drittens die Erforderlichkeit der Maßnahme und viertens die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Das ist gewissermaßen die Rechtsfrage, die ich mir gestellt habe. Und ich habe seinerzeit, Sie waren ja auch bei der Anhörung dabei, ich habe seinerzeit die Auffassung vertreten, dass sämtliche Vorschriften dieses Gesetzentwurfs diesem Übermaßverbot entsprechen, mithin also nicht gegen einen dieser eben genannten Grundsätze verstoßen. Sie hatten sich vorher auch schon angemeldet. Aber wir machen ja ein lockeres Gespräch. Ja, genau, aber wenn Sie jetzt gerne, würde ich Sie genau. jetzt kurz beistehen. Also Sie, ich bin der Vertreter von 185.000 Polizeibeschäftigten in der Bundesgebiet, stellvertretender Bundesvorsitzender Gewerkschaft der Polizei und vertrete hier in Niedersachsen über 15.000 Mitglieder der GdP und über 24.000 Beschäftigte der Polizei. Und uns ist wichtig, dass wir ein Gesetz an der Hand haben, wo wir nachvollziehbar verfassungsrechtlich und datenschutzrechtlich abgestimmte und beschlossene Regeln bekommen. Dass wir eine Klarheit haben in der Maßnahmenvielfalt, die uns zur Verfügung gestellt wird. Gesetze werden erlassen von der Politik. Ich finde es sehr gut und wichtig, dass alle möglichen Gruppierungen bei diesem Gesetz zu Wort kommen. Wir haben eine Anhörung gehabt, 3 Tage lang, die habe ich selber in meiner jahrelangen Tätigkeit in der Form noch nicht erlebt. Da gab es Pro- und Kontradiskussionen, da hat man sich für etwas ausgesprochen, gegen etwas ausgesprochen. Ich selber habe für die Gewerkschaft der Polizei dort Positionen beschrieben und ich aus unserer Sichtweise sagen, dass wir dazu anhalten, das Übermaßverbot einzuhalten. Mhm. Die Diskussionen, die in der Öffentlichkeit erfolgt sind, so etwas von populistisch teilweise, dass wir uns damit nicht einverstanden erklären können. Wer in der Öffentlichkeit diskutiert, Freiheit statt Polizeistaat, hat noch niemals nachgeschaut, was ein Polizeistaat ist. Wir haben gerade einen Besuch von Erdogan hier in der Bundesrepublik und wir reden hier in Niedersachsen tatsächlich über Freistaat und da frage ich mal in Limburg an. Die Grünen haben ein großes Plakat gehalten, die selber in der letzten Legislaturperiode versucht haben, einen Gesetzentwurf zu machen, der zwar nicht in der Ausdehnung gewesen ist, aber natürlich auch Verschärfung des allgemeinen vorherigen Gesetzes hatte. Und sich hinzustellen und zu sagen, dass wir in einem Polizeistaat leben, das stelle ich völlig in Abrede und ist auch so, dass es nicht in der Öffentlichkeit gut ankommt. Das selber versucht man, Leute zu instrumentalisieren, die halt nicht genau in das Gesetz reingeschaut haben. Und deswegen plädiere ich dafür, einfach nachzuschauen und solche ruhigen Runden, wie wir sie jetzt gerade haben, durchzuführen, um aufzuklären. Wir müssen Fragen beantworten. Es gibt einige
einige Begrifflichkeiten in dem Polizeigesetz, die müssen nachgebessert werden. Wir sagen als Gewerkschaft der Polizei, es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, zum Beispiel bei der Fußfessel einen Richtervorbehalt einzuführen. Der muss was sein. Denn sonst? Das Thema Präventivhaft ist eine Angelegenheit. Das, es gibt dreimal Richtervorbehalt, da hat kein einziger Polizeibeamter entscheidet über den Präventivhaft. Es sei denn, es gibt eine drohende Gefahr. Das ist eine drohende Gefahr, haben wir ja Gott sei Dank nicht bei uns, wie Sie wissen, sondern wir haben eine dringende Gefahr. Oder dringende Gefahr. Nein, das ist ja ein Unterschied, weil die drohende Gefahr ist Es gibt inzwischen so viele Gefahren. Im bayerischen Polizeigesetz, um das mal kurz ausführen zu dürfen. Ja. Deswegen haben wir die drohende Gefahr nicht. Und deswegen fordern wir dazu auf, einfach sachlich zu diskutieren. Ich bin in den nächsten Wochen bei mehreren Veranstaltungen eingeladen, wo wir aus unserer Sichtweise darüber Kenntnis geben und übermitteln, was hat das Gesetz für Inhalte. Muss man wirklich Angst haben? Und deswegen sage ich deutlich, wir sollten nicht über Polizeistaat reden, sondern sehr sachlich und ruhig über Änderungen reden. Und ich glaube auch, dass die Anhörung dazu geführt hat, dass auch im Gesetzgebungs- und Beratungsdienst und die Landesregierung hier auch noch nachbessern wird. Deswegen finde ich das gut, dass wir angehört haben. Also, ich würde gerne an einer Stelle, Herr Limburg, und dann lasse ich Ihnen das Wort, weil ich muss das unbedingt korrigieren. Sie sprechen davon, Herr Schilf, dass wir keine drohende Gefahr haben. Wir haben sie insofern nicht, als sie in den Begriffsbestimmungen nicht auftaucht. Genau. Fakt ist aber, dass die Schwelle, die wir bisher hatten, nämlich die Eingriffsschwelle der konkreten Gefahr, vorverlagert wird. Und wir haben jetzt zwar keine Begriffsbestimmung für die drohende Gefahr, der Begriff als solches taucht im Gesetz auch nicht auf, aber... Darum ging es mir. Ja, aber Maßnahmen wie die elektronische Fußfessel oder die Online-Durchsuchung können schon dann angeordnet werden, wenn eine Gefahr nur droht. Das wäre jetzt Wortklauberei zu sagen, wir haben den Begriff der drohenden Gefahr nicht. Das ist keine Wortklauberei, sondern muss sich an Gesetzesmäßigkeiten halten. Ja, aber die Umschreibung ist so. Sie sind ja sehr genau auch bei Ihrer Darstellung im Innenausschuss, haben sich ja auch an Gesetzmäßigkeiten orientiert. Und deswegen ist es für den Bürger wichtig, dass wir die drohende Gefahr wie im bayerischen Gefahrenabwehrgesetz nicht haben, sondern dass sie um eine dringende Gefahr geht. Ich möchte auch gerne mich einhaken, weil Sie den Begriff, wir wollen Klarheit haben. Und ich finde, dieses Gesetz bringt alles andere als Klarheit. Also ich aus meiner Sicht aus der Zivilgesellschaft, aus meiner konkreten praktischen Erfahrung, ich habe das Gefühl, dass dieses Gesetz sehr schwammig formuliert, dass viele Begriffe ausdehnbar sind. Es gibt zum Beispiel Begriffe wie konkrete Wahrscheinlichkeit. Ich halte das für ein Oxymoron. Das widerspricht selbst, wie kann eine Wahrscheinlichkeit, eine Probabilität konkret sein? Und dann das Problem, meiner Meinung nach, gibt es sehr viel Auslegungsspielraum. Und das wird dann auch genutzt. Mag sein, ja, das ist gegen böse Terroristen. Wenn man so ein Gesetz schafft mit so weitgehenden Befugnissen, das wird später oder früher ausgenutzt, und zwar zu anderen Zwecken. Das haben wir schon bei den aktuellen Gesetzen. Das habe ich persönlich erlebt. Und das wird weitergehen. Für mich geht es nicht um Terrorismusbekämpfung in diesem Gesetz, weil viele Begriffe da gar nichts mit Terrorismus zu tun. Und es gibt sogar ein paar extra Absätze, die sogar ja gegen Menschen, die politisch aktiv sind wie ich, wo es zum Beispiel um die Überwachung mit besonderen technischen Mitteln und so weiter geht. Um nur ein konkretes Beispiel zu geben, ich hätte ganz viele. Für mich weiß ich als Bürgerin, ob es mich betrifft oder nicht, dieses Gesetz, diese Maßnahme, diese Überwachung. Ich wurde schon mal durch MEK überwacht. Warum? Weil ich in Bäume klettere, um gegen Castortransporte zu protestieren, um gegen Atomtransporte zu protestieren. 2 Jahre später wurde es für rechtswidrig erklärt. Schön und gut, ich habe ein Zettel Papier in der Hand. Das heißt, wir haben das schon so, dass Gesetze missbraucht werden, dass die Polizei sagt, ja, das müssen Sie so auslegen, da kann ein Richter später darüber entscheiden. Was bringt mir ein Zettel Papier im Nachhinein? Ich habe zu Hause 25 Gerichtsbeschlüsse, die mir bescheinigen, dass Gewahrsamnahmen, Platzverweise, Aufenthaltsverbote etc. rechtswidrig waren. Ich bin bis vor dem Bundesverfassungsgericht alleine, habe ich da gekämpft. Nach 8 Jahren habe ich dann Beschlüsse gekriegt, nee, das war nicht in Ordnung, dein Gewahrsam im Castort 2010. Das habe ich letzten Sommer gekriegt. Ja, das sind einfach Maßnahmen, die einen betreffen. Und ich zum Beispiel wurde bereits als relevante Person eingestuft. Was ist eine relevante Person? Das ist eine Unterkategorie von diesen sogenannten Gefährder, die auch im Gesetz angesprochen werden. Also bin ich jetzt Adressat des Gesetzes, weil das wird alles in einen Topf geworfen, angeblich Extremismus. / Terrorismus. Es gab eine Anfrage an die Bundesregierung. Und was ist das, was ist denn eine relevante Person oder Gefährder? Das sind Akteure, wo man annimmt, dass es objektive Hinweise gibt,
die Prognose zulassen, dass sie politisch motivierte Straftaten von erheblicher Bedeutung, insbesondere im Sinne von § 100a der Strafprozessordnung, fördert. Es geht um schwere Straftaten. Was hat das mit Baumklettern zu tun? Ich bin nicht mal vorbestraft. Und vor allem, es steht hier, es geht nicht um reiner Verdacht. Worauf wird bei der Polizei in Gefahrenprognose, um solche Maßnahmen zu begründen, wird aus Speicherungen und Polizeidatenbanken. Haben zwei Leute irgendwo ein Banner aufgehangen, die Polizei sagt, du, Verstoß gegen Versammlungsgesetz, wird gespeichert. Und dann, es wurde sehr viel gespeichert, also nehmen wir dich fest, präventiv, weil du ja gefährlich bist. Ich wurde schon mal 4 Tage eingesperrt, weil ich vielleicht eine Ordnungswidrigkeit begehen könnte. Das ist Konjunktiv 2, das ist Möglichkeitsform, das ist wie Falschsprache in einer Ordnungswidrigkeit. Und vielleicht, weil ich für vergleichbare Aktionen schon mal sogar vor Gericht freigesprochen worden bin, weil die Rechtslage nicht eindeutig ist. Es ging um den Luftraum über Bahnanlage, wenn man durch Seilspannen zwischen zwei Bäumen einen Atomtransport blockiert. Also es geht um viele Sachen. Und bei meinem Eintrag als relevante Person, das Schlimme daran war, hat man erstmal die Auskunft beim LKA verweigert. Ich musste klagen. Es wurde mir erst dann preisgegeben. Und dann wurde mir erzählt, ja, das ist, was besprochen wird im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum. Also es wird Terrorismus und Extremismus im gleichen Sack gepackt. Und das finde ich super gefährlich. Ich habe gefragt, warum ich als solche eingestuft werde. Ich bin gleich zu Ende. Ja. Ich möchte nur sagen, welche Gefahren es gibt. Es sind Gefahren für die Grundrechte. Ich habe gefragt, warum als solches eingestuft wurde. Weil, als ich dagegen geklagt habe, wurde mir nur mitgedacht, okay, wir haben es gelöscht, die Voraussetzung gibt es nicht mehr. Ich habe nie erfahren, warum es diese Voraussetzung gegeben haben soll. Nur, solche Maßnahmen bedeutet Überwachung, bedeutet Einschränkung von Grundrechten. Und das ist ein Problem, was wir jetzt schon haben. Und das soll jetzt durch diese neuen Gesetze verschärft werden. Und ich habe niemals eine Möglichkeit gehabt, das richterlich zu überprüfen. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, also Sie haben jetzt halt Parallelen gezogen zu dem, was unter Umständen passieren könnte, wenn das Gesetz so kommt, wie es kommt. Weil das Gesetz sich an Gefährder richtet, das Wort Gefährder taucht sehr oft auf. Genau. Und man merkt an vielen Beispielen, wie schnell man als solch eingestuft wird. Da wollte ich jetzt auch mal drauf zu sprechen kommen. Vielen, also auch, das war jetzt in der Umfrage nicht so zu sehen, aber vielen Bürgern ist gar nicht so bewusst, wer oder was ist ein Gefährder? Wann bin ich ein Gefährder? Wann werde ich zu einem Gefährder? Bin ich schon ein Gefährder, wenn ich mir mit meinem Smartphone irgendwelche salafistisch angehauchten Videos auf YouTube angucke? Das ist für viele, glaube ich, nicht klar. Und ich glaube, das ist eine Definitionssache. Das müssen wir jetzt nochmal klären. Was oder wer ist ein Gefährder? Ab wann? Und wie wird dann mit solchen Menschen umgegangen? Also immerhin, an der Stelle sehe ich ja, bei dem Polizeigesetz ausdrücklich auch an einigen anderen Stellen einen gewissen Fortschritt zur bisherigen Lage, die Frau Le Comte sehr zutreffend beschrieben hat. Immerhin unternimmt man jetzt mal den Versuch, sozusagen sich einer gesetzlichen Definition des Gefährders anzunähern. Das finde ich ausdrücklich richtig. Haben wir ja auch bei der Legislatur oder auch von den Grünen mit angetragen. Aber in der Tat, dieses Problem, was Frau Le Comte beschrieben hat, kann auch in Zukunft natürlich weiterhin bestehen, weil ja die Frage, wenn man so eingestuft wird, man erfährt davon nicht unbedingt. Wenn man davon nicht erfährt, hat man keine Rechtsschutzmöglichkeiten. Also solche Probleme bleiben schon. Ich wollte aber noch auf 2 andere Aspekte eingehen, die Sie gerade gesagt haben, Herr Schilf. Zuerst mal verwahre ich mich dagegen, dass wir jemanden instrumentalisieren würden oder sozusagen falsche Informationen verbreiten würden. Das tun wir nicht. Wir warnen vor einigen Fehlentwicklungen in diesem Gesetz, die auch aus meiner Sicht die Verfassungsmäßigkeit berühren. Das hat Frau Thiel gerade ausgeführt. Die aber auch insgesamt die Tendenz haben Sie gerade angesprochen, Stichwort Richtervorbehalt, unangemessene Eingriffe in Grundrechte. Zum anderen zu der Frage des Banners. Natürlich ist das eine Überspitzung gewesen, eine polemische Überspitzung. Aber damit ist nicht verbunden die Behauptung. Und das würde ich Sie auch bitten, dann doch zu differenzieren, wir hätten jetzt einen Polizeistaat. Sondern es geht darum, dass wir damit gesagt haben, liebe Leute, wir müssen aufpassen, wie weit wir in Grundrechte eingreifen, welche Entwicklungen zukünftig kommen. Wir haben jetzt ganz zweifellos eine demokratische Regierung, eine demokratische Polizei, demokratisch gesinnte Polizei, ist keine Frage. Aber wir müssen uns immer vorstellen, dass wir Gesetze machen, die unter Umständen auch von anderen Regierungen angewandt werden können. Das ist das, was wir mit im Hinterkopf haben müssen. Und das ist insbesondere bei solchen Grundrechtseingriffen wie Unterbindungsgewahrsam, Fußfessel, Online-Durchsuchung. Das sind doch erhebliche Grundrechtseingriffe, die jetzt hier mal ebenso operativ vorgenommen werden. Über diese Twitter-Eintrag für Abbau von Bürgerrechten bei Ihnen auf der grünen Seite, Twitter-Eintrag, Freiheit, ja, natürlich ist das ein Abbau statt von Bürgerrechten. Freiheit statt
Polizeistaat ist eine Überspitzung, die Sie selber dargestellt haben. Herr Schiff, das ist natürlich ein Abbau von Bürgerrechten, was diesem Gesetzentwurf passiert. Selbstverständlich. Jetzt kommen wir ein bisschen ab. Herr Brockmann, Sie wollten eben noch was zu dem Thema Gefährder sagen. Weil ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie auch ansprechen, der insgesamt auch dazu führt, und ich will dann gleich auch das inhaltlich nochmal beschreiben. Die große Problematik, die ich hier sehe, ist, dass viel diskutiert wird in der Öffentlichkeit, ohne dass man sich tatsächlich mal mit den konkreten Inhalten auseinandersetzt. Also auch die Beiträge, ich will das gar nicht abwerten, aber einige der Beiträge, die da in dem Einspieler deutlich gemacht wurden, sind einfach nicht deckungsgleich mit dem, was das Gesetz tatsächlich macht. Also es gibt eine Unsicherheit. Es gibt leider nicht alle Menschen beschäftigen sich mit dem Gesetz tatsächlich inhaltlich und teilweise, das will ich an der Stelle auch sagen, teilweise werden aus meiner Sicht auch Ängste geschürt, ganz bewusst Ängste geschürt. Und das führt eben auch zu einer gewissen Verunsicherung. Und das, was Sie ansprechen, zu Recht auch ansprechen, wer ist eigentlich Adressat von bestimmten Maßnahmen? Das heißt, wer kann dann auch letztendlich mal überwacht werden unter bestimmten Voraussetzungen? Das ist natürlich das A und O bei so einem Gesetz, dass das Gesetz das möglichst klar macht, welche Voraussetzungen bestehen und wer ist dann auch letztendlich derjenige, der als Adressat in Frage kommt. Und das, was Sie dargestellt hatten, ist auch nicht ganz richtig gewesen. Hier wurde gesprochen von relevanter Person. Aber die Definition dafür ist eine andere. Also der Gefährder, das ist eben der, und da ist die erste Hürde schon mal, wir müssen bestimmte Tatsachen haben, die die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten einer gewissen Qualität begangen werden. Und Straftaten einer gewissen Qualität begangen werden, ich sage jetzt mal, Mord, Totschlag, Raub, Brandstiftung, schwerste Gewalttaten, also teilweise sogar noch weiter eingegrenzt terroristische Straftaten. So, und ich will das nochmal sagen. Bestimmte Tatsachen müssen die Annahme rechtfertigen, dass. Und das ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern das muss belegt werden anhand von Erkenntnissen, die wir zusammentragen müssen. Und das muss dann auch einer Überprüfung durch einen Richter standhalten. Das heißt, der guckt sich das an, der überzeugt sich selber auch dann bei den Eingriffsmaßnahmen, die wir vornehmen, davon, ob er denn meint, dass diese Voraussetzungen tatsächlich vorliegen. Meine Fußfessel nicht, Herr Brockmann. Fußfessel machen Sie als Polizei. Ja, das ist natürlich abgestuft, je nachdem, wie stark der Eingriff ist. Das also bei starken Eingriffen ist natürlich die Hürde umso höher. Ne? Bei nicht so starken Eingriffen kann die Hürde geringer sein. Und das Gesetz ist ja auch noch nicht fertig. Da wird an der anderen Stelle ja vielleicht auch tatsächlich noch mal was nachgebessert. Aber ich will Ihnen nur sagen, es ist nicht so, dass das, also so ist, dass jeder jetzt hier in den Fokus kommt, also dass die Polizei dann im Prinzip frei ist in dem, was sie da macht, sondern wir haben in dem Gesetz schon klare formulierte Anforderungen, Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Und wir haben eben auch bestimmte Schranken, was die Anordnungsbefugnis da angeht. Also deswegen meine ich, hat sich hier der Gesetzgeber schon wirklich bemüht, auch genau diesem Anspruch auf Konkretheit und Klarheit auch dann letztendlich zu entsprechen. Sie sagen es, der Gesetzgeber hat sich bemüht. Aber Fakt ist, dass der Gesetzgeber mit unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet, die jeweils im Einzelfall dann der Auslegung bedürfen, Ad 1. Und Fakt ist eben auch, dass wir keine juristische Definition des Begriffes Gefährder haben. Darüber müssen wir uns alle im Klaren sein. Und hinzu kommt, und das wäre eigentlich an der Stelle noch wesentlich stärker zu fordern, wir brauchen aus meiner Sicht sogar eine bundesweit anerkannte juristische Definition. Da kann Niedersachsen nicht einen Alleinweg starten, sondern wir müssen uns bundesweit darüber im Klaren sein, was zählt zu Gefährdern und was zählt nicht dazu. Und dafür brauchen wir eben eine juristische Definition und daran hat sich auch dieser Gesetzentwurf nicht versucht. Darf ich einen Satz dazu noch ganz kurz sagen? Das geht auch schnell. Ich will gar nicht die Diskussion an mich ziehen, nur einen Aspekt, weil das jetzt auch zweimal schon angeklungen ist. Wir als Polizei würden uns auch wünschen, wenn wir ein einheitliches Polizeigesetz hätten. Das ist wäre ideal. Wir hätten auch einheitliche Definition, wir hätten auch klare, einheitliche Voraussetzungen. Die Landschaft ist im Moment sehr unterschiedlich. Wir selber aus Niedersachsen haben den Anstoß gegeben. Wir haben gesagt, wir wollen ein einheitliches Polizeigesetz, das sogenannte Musterpolizeigesetz.
Klar ist, es fällt in die Kompetenz der jeweiligen Landesparlamente. Mhm. Insoweit kann man da keine Vorgaben machen. Aber vorhin wurde hier gesagt, das ist gescheitert. Es ist noch nicht gescheitert. Also die Arbeiten laufen noch. Nur es ist klar, es wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Also vielleicht haben wir dann im nächsten Jahr irgendwann ein einheitliches Musterpolizeigesetz oder im übernächsten Jahr. Das würde zumindest dann erleichtern, dass wir eine größere Harmonisierung dann bekommen. Also das würde auch die praktische Rechtsanwendung erleichtern, auf jeden hier Fall. Ne? Meldet sich der Jurist und zwar sowohl der Verfassungsrechtler wie der Polizeirechtler. Ich habe ja ein Lehrbuch im niedersächsischen Gefahrenabwehr geschrieben und muss mal doch einige Wickel für deutlich machen. In keinem Polizeigesetz Niedersachsens gab es den Begriff des Störers, sondern der Störer ist der, der eine konkrete Gefahr verursacht. So gibt es auch in diesem Änderungsgesetz keinen Begriff des Störers und natürlich keinen des Gefährders. Für den Gefährder nimmt man die Formulierung betroffene Person und diese betroffene Person muss nach den bisherigen Erkenntnissen wahrscheinlich eine bestimmte Straftat vorbereiten oder ausführen. Diese Begriffe sind wörtlich aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts entnommen und vielleicht das zu Ihrer Information, wir bewegen uns unterhalb der Gefahrenschwelle. Deswegen ist es ganz unsinnig, hier von einer drohenden Gefahr und so weiter zu sprechen. Wir bewegen uns im Vorfeldbereich der Gefahr. Genau, der konkreten Gefahr. Die polizeirechtliche Gefahr ist dadurch gekennzeichnet, dass das schädigende Ereignis bereits begonnen hat. Und aufgrund einer Vielzahl, denken Sie an Berlin, 19. Dezember 2016, dort konnte man natürlich im Vorfeld nur Erkenntnisse sammeln. Und wenn Sie die Beratungen des Untersuchungsausschusses verfolgen, dann wird stets der Vorwurf erhoben, dass die Behörden nichts getan haben, obwohl sie Erkenntnisse gehabt haben. Ja. Im Fall Amri, das werden Sie wissen. Und es kommt eben darauf an, im Vorfeld solche Aktivitäten zu beobachten und gegebenenfalls einzuschreiten. Ein Wort darf ich noch dazu. Ja. Wir haben in allen Fassungen der Polizeigesetze in Niedersachsen eine Generalklausel. Und bisher war die Polizei, und Sie werden mir das aus der Praxis bestätigen, gerade bei der sogenannten Gefährderansprache, also Hooligans, die ständig bei großen Fußballveranstaltungen für Randale sorgen, haben wir immer die Generalklausel herangezogen. Mhm. Obwohl die Generalklausel gerade voraussetzt, dass eine Gefahr schon begonnen hat. Und aus dieser schwierigen Situation der Polizei, dass sie im Grunde mehr Maßnahmen für geboten hielt, als diese Generalklausel abdeckt. Aus dieser Situation wird die Polizei jetzt befreit und hat ganz konkrete, abgestufte Eingriffsbefugnisse, die, ich darf es noch mal wiederholen, meiner Auffassung nach alle dem Übermaßverbot entsprechen, wenn aus Gründen, sagen wir auch der politischen Optik an der einen oder anderen Stelle noch eine Änderung erfolgen sollte,
dann ist das die Angelegenheit des Parlaments, in dessen Geschäfte ich mich nicht einmischen will. Aber mit dem Begriff der Verfassungswidrigkeit sollten wir sehr vorsichtig umgehen und vor allen Dingen ihn erst dann benutzen, wenn man wirklich orientiert ist über die rechtlichen Grundlagen. Also Gott sei Dank gibt es ja noch einige andere Juristen, die da anderer Auffassung sind als Sie. Das ist bei Juristen ja, immer ja, so. Ja, und insofern weiß ich mich in guter Gesellschaft, ja. Was die... Wenn Sie die mal nein, darf ich jetzt bitte auch ausreden? Ja, natürlich. Ja? Wir sind uns ja vorhin schon vorgestellt worden. Ja. Ich weiß mich jedenfalls in guter Gesellschaft mit vielen anderen Juristen, die zu diesem Entwurf des Gesetze Stellung genommen haben, und insofern wird sich ja noch zeigen, ob das Übermaßverbot bzw. der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit tatsächlich eingehalten worden ist. Ich weiß auch, wie Sie, wenn zwei Juristen Meinungen vertreten oder wenn zwei Juristen zusammenkommen, kommen mindestens drei Meinungen zustande. Ja. Aber an dieser Stelle sind sich sehr viele Juristen einig, dass dieses Gesetz an verschiedenen Stellen Bedenken aufweist. Ich würde Ihnen ganz gern noch einen Punkt nennen wollen, weil es ja immer wieder um dieses Thema drohende Gefahr geht. Ja. Also nochmal, Sie haben den Begriff der drohenden Gefahr erwähnt. Nein, Sie haben den Begriff der drohenden Gefahr. Also das können wir ja dann vielleicht in der Sendung noch nachverfolgen. Sie haben den Begriff der drohenden Gefahr. Also ich habe gesagt, dass das Gesetz... Wir stehen ständig unter Video beobachtet. Genau, dass das Gesetz nicht von der... Herr Schill, unterbrechen Sie mich nicht permanent. Ich habe gesagt, dass das Gesetz nicht von der drohenden Gefahr spricht. Sie sind viel zu emotional. Der Begriff, ja, das sagen Männer immer bezogen auf Frauen. So, jetzt wollen wir jetzt ist aber wirklich bleiben. Ja, jetzt ist wirklich ich hatte einen Punkt, den ich gerne erwähnen wollte. Sie haben doch eben gerade gesagt, es geht nicht um die konkrete Gefahr, sondern der Polizei müssen auch Möglichkeiten der Beobachtung gegeben werden. Meinen Sie, dass dieses Thema Beobachtung bei allen Maßnahmen tatsächlich angesprochen ist, wenn ich sehe, dass in das Vorfeld der konkreten Gefahr verlagert wird, wenn wir von einer Meldeauflage sprechen, wenn wir von einer Aufenthaltsvorgabe sprechen, einem Kontaktverbot, einer elektronischen Fußfessel, einer Quellen-TKÜ oder einer Online-Durchsuchung. In allen Fällen darf die Polizei bereits Maßnahmen ergreifen, bevor eine konkrete Gefahr eingetreten ist, wenn es um die Verhinderung von terroristischen Straftaten geht. Und ich glaube nicht, dass es dabei einzig und allein nur um das Thema Beobachtung geht. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Ich möchte mal einen weiteren Punkt ansprechen, den Frau Thiel vorhin schon zu Recht, wie ich es finde, sehr nüchtern und sachlich angesprochen hat. Die Frage, Herr Ibsen, der Angemessenheit. Sie haben jetzt auch wieder auf das Beispiel referiert, das ist in der Debatte ja häufig Anders Ambri. Das machen andere ja auch. Aber dann wäre es doch, genau wie Frau Thiel gesagt hat, Aufgabe des Gesetzgebers gewesen, ganz konkret nachzuweisen, was ist bei Ambri meinetwegen, oder bei anderen Vorfällen, die wir in der Tat auch in Hannover hatten, hat der Bockmann zu Recht gesagt, was ist da schiefgelaufen und wo fehlt ist an einer gesetzlichen Grundlage, die wir jetzt ganz konkret schaffen. Das passiert ja aber nicht. Das ist im Gesetzentwurf ja nicht der Fall, dass man sagt, ganz konkret, diese Ermächtigungsgrundlage, die hat an der Stelle gefehlt, deswegen führen wir sie jetzt ein. Ein zweiter Aspekt, weil Sie so gesagt haben, das Bundesverfassungsgericht hätte ja im Prinzip zu allen Maßnahmen schon gesagt, alles okay. Zur Präventivhaft 72 Tage gilt das zum Glück ja nicht. 74, danke. Ich glaube aber auch, dass die 74 nicht die Verfassungsmäßigkeit retten werden an der Stelle. Also das halte ich tatsächlich für hochproblematisch. Wir können über Ausweitung diskutieren, ob die Gegenwehr dauert in Einzelfällen. Gab es da in der Vergangenheit Vorstellungen. Aber diese 74, das sozusagen noch zu begründen und das ja in einem Verfahren, anders als sozusagen der klassische Strafprozess, wo es auch einen Verteidiger gibt, einen Pflichtverteidiger, wo auch der sozusagen inhaftiert werden soll, Erkenntnisse vortragen kann, da jemanden so lange auf Verdacht hin, ich weiß, muss ein konkreter Verdacht sein, aber auf Verdacht hin letztendlich einzusperren, halte ich nicht für mit verfassungsrechtlich vereinbar. Letzter Punkt zur Frage. Frage Grundrecht. Sie haben einen Richtervorbehalt. 30-30-14. Ja, aber was ich gerade gesagt habe, zum Beispiel ein Richtervorbehalt ohne Verteidiger, ohne Ähnliches, ne? Anders als im Strafprozess. Das ist zum Beispiel ein Riesenproblem. Ja, das sehen wir noch. Richtervorbehalt haben wir gerade bei anderen Maßnahmen schon gesprochen. Ein letzter Aspekt, ein Riesenproblem ist für mich, wenn wir nochmal zur Quellen-TKÜ gekommen, weil Sie es Herr Bockmann zu Recht angesprochen haben. Ich möchte das nochmal ausdrücklich betonen. Es ist
Wenn wir hier über Telekommunikationsüberwachung reden, unter denselben Voraussetzungen, wie sie gegenwärtig zulässig ist, dann kann ich das absolut nachvollziehen und würde sagen, ja, das ist ein richtiger, rechtlicher Punkt. Das Problem ist, dass die Lösung, die hier gewählt wird, de facto einen tiefergehenden Eingriff darstellt als die klassische TKÜ. Weil sie nämlich erstens als Staat Sicherheitslücken bei Computersystemen, die sie finden, nicht mehr sozusagen schließen, wie das bislang eigentlich die Praxis von Behörden, wenn Sicherheitslücken vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik aufgedeckt werden, dann ergreift es Maßnahmen, um die zu schließen. Das machen sie zukünftig nicht mehr, sondern im Gegenteil, sie halten sie offen, um sie auszunutzen. Und sie können in Wahrheit, auch wenn sie das nicht wollen und nicht beabsichtigen, aber sie können nicht gewährleisten, dass nicht auch andere, Dritte, Hacker, Ähnliche, diese Sachen ausnutzen und damit eben es doch zu einer permanenten Bedrohung für unser aller Smartphones, unser aller Computer kommt. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, Herr Brockmann oder auch Herr Schilf, warum versucht man nicht längst, wie sie das bei der klassischen TKÜ mittlerweile ja auch machen, mit Anbietern ins Gespräch zu kommen, um andere Lösungen zu finden? Bei der klassischen TKÜ ist es ja auch nicht mehr so wie in den 50ern, dass die Polizei in ein Gebäude einbricht und eine Wanze im Telefonhörer verschraubt, sondern sie machen das technisch über die Leitung natürlich. So wird TKÜ funktioniert. Hier wollen sie sozusagen wieder zurück und das wieder klassisch versuchen am Gerät und erzeugen dabei eben Gefahren, die weit über das hinausgehen, was sie sicherlich beabsichtigen. Das unterstelle ich Ihnen nicht. Aber de facto machen sie damit die Daten der Smartphones und der Computer unsicher. Damit hat sich das Bundesverfassungsgericht übrigens noch nicht beschäftigt, ja, dass bewusst Sicherheitslücken offen gehalten werden. Und das wird eine Frage sein, selbst wenn man sehr viel nacharbeitet an diesem Gesetz, aber bei der Quellen-TKÜ und bei der Online-Durchsuchung, vor dem Hintergrund, dass diese Sicherheitslücken bewusst offen gehalten werden, wird man dann auch nochmal die Verfassungsfrage stellen müssen, weil das ist ein Thema, das hat das Bundesverfassungsgericht bisher nicht behandelt. Nicht jedenfalls in dieser Entscheidung und ich wüsste auch keine andere Entscheidung. Ja, vielleicht dazu von meiner Seite auch nochmal, nicht nur dazu, ich würde gerne noch zwei Aspekte auch ansprechen, die vorhin auch so ein bisschen, finde ich, nicht ganz richtig dargestellt wurden. Einmal das Thema Benachrichtigung. Es wurde hier der Eindruck erweckt, als wenn diejenigen, die dann eben auch dann betroffen sind von polizeilichen Maßnahmen, das nie erfahren würden. Natürlich, es gibt die Möglichkeit, Sie hatten das ja angesprochen, ne? es gibt auch eine Reihe von Maßnahmen, die auch verdeckt durchgeführt werden können. Aber, um das mal ganz klar zu sagen, anders als in anderen Ländern, ist bei uns das ganz klar geregelt, dass der oder die Betroffene dann am Ende der Maßnahme auch benachrichtigt wird. Und zweitens, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wir haben auch genau zu diesen Maßnahmen eine parlamentarische Kontrolle. Es gibt einen separaten Ausschuss, der sich nur damit beschäftigt und wo dann auch die Polizei, die Sicherheitsbehörden auskunftspflichtig sind. Das heißt, dem Ausschuss wird alles im Detail vorgelegt. Der Ausschuss hat die Möglichkeit, Fragen zu stellen und jede einzelne Maßnahme zu prüfen. Und wenn denn mal Benachrichtigungen für eine bestimmte Zeit zurückgestellt werden müssen, dann muss auch das da entsprechend begründet werden. Also es gibt wirklich auch Kontrollmechanismen, die da sind. Das ist also nicht so, dass die Betroffenen das nicht erfahren würden. Das ist das eine. Das zweite, ich möchte noch mal ansprechen, Herr Ibsen hat es hier angesprochen, ich halte das auch für wichtig. Mit diesem Gesetz gibt es jetzt auch für die Polizei einige Klarstellungen. Wir haben in Teilen uns bewegt auf einer Generalklausel. Ich sage das mal so platt. Das war eine allgemeine Norm und man musste spezielle Maßnahmen dann, und das war auch rechtlich zulässig, dann auf dieser allgemeinen Norm dann entsprechend begründen. Wir kriegen jetzt Klarheit. Das Beispiel ist genannt Gefährderansprachen. Das ist ein wichtiges Instrument für uns, dass wir zu den Personen, wo wir schon vorher wissen, ja, da werden also entsprechende Gefahren, da drohen bestimmte Gefahren. Hooligans ist hier angesprochen worden. Wir haben das teilweise aber auch im Bereich von rechten Gewalttätern. Ja. Und wir gehen ganz gezielt vorher zu den Personen hin und sagen, wir haben euch im Auge, wir werden bestimmte Maßnahmen hier durchführen und wir weisen nochmal darauf hin, dass also es wird mit den Personen, von denen Gefahren ausgehen werden, wird vorher konkret Kontakt aufgenommen und es wird gesprochen. Das haben wir vorher gestützt auf die Generalklausel. Jetzt haben wir eine spezielle Norm dafür. Das ist gut. Meldeauflage beispielsweise genauso. Ja? Oder Bodycam ist auch angesprochen worden. Spezielle Rechtsgrundlage. Ja? Da haben wir uns ja auch vorher drüber gestritten. Darf man das schon auf dem geltenden, auf der geltenden Grundlage oder eben auch nicht? Jetzt haben wir da. Nach wie vor meine Auffassung. Ist ja klar. Sie vertreten Ihre Auffassung wie unsere. Jetzt haben wir Klarheit. Jetzt haben wir Klarheit. Jetzt will ich einen Satz noch eben sagen. Zu dem Thema Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung. Also wir
als Sicherheitsbehörden wollen im Grunde genommen eigentlich nichts anderes als das, was wir sonst mit der normalen TKÜ gemacht haben. Wir sind im Moment abgeschnitten. Also alles, was an Datenaustausch läuft, wird verschlüsselt. Und wir haben keine Möglichkeit, dann in diese Kommunikation hineinzugehen und die Inhalte zu entschlüsseln und tatsächlich mitzubekommen, was findet da an Kommunikation statt. Ein konkretes Beispiel, um das mal zu sagen. Wir haben die Erfahrung in Göttingen ja gehabt, wir haben da zwei Gefährder aus dem Bereich islamistischer Terrorismus, die zwischenzeitlich auch abgeschoben sind. Das ist überprüft worden durchs Bundesverwaltungsgericht. Wir sind in allen Punkten bestätigt worden, wir haben das Gesetz richtig angewandt. Da war es so, wir hatten das große Glück, dass die über einen Messenger kommuniziert haben, der nicht verschlüsselt hat. Und so haben wir die Inhalte bekommen. Und so haben wir die Erkenntnisse bekommen, um wirklich terroristische Straftaten hier abzuwehren. Mittlerweile wird dieser Messenger nicht mehr genutzt, sondern es werden wirklich komplett verschlüsselte Dienste in Anspruch genommen. Und wir kriegen keine Informationen. Und wir wollen nicht mehr, wir wollen nur das, was wir im Moment an Möglichkeiten haben. Natürlich, Sie weisen zu Recht darauf hin, da sind bestimmte Risiken. Da müssen wir hohe Anforderungen stellen an die Lösungen, die dann da auch entwickelt werden. Ganz klar, ich sage das mal ganz platt, mir wäre es auch lieber, wir würden die entsprechenden Codes oder Schlüssel von den Diensteanbietern bekommen und könnten selber als Sicherheitsbehörden quasi entschlüsseln. Aber da sind uns leider auch die Türen versperrt. So, und solange so etwas nicht geregelt ist, ich glaube, klar, ich verstehe die Sorgen, die da sind, aber dem müssen wir natürlich genügen und wir brauchen da hohe technische Anforderungen. Aber wir sind einfach auf diese Information, auf diese Erkenntnisse angewiesen. Aber es trifft natürlich nicht nur die Zielperson bei der Online-Durchsuchung. Ja, Quellen-TKÜ ist ja noch eine andere Geschichte, wobei ich es immer für schwierig halte, diese beiden Maßnahmen dann tatsächlich in der Praxis voneinander abzugrenzen. Aber bei der Online-Durchsuchung trifft es eben nicht nur die Zielperson, sondern wenn Sie auf die Messenger-Dienste zugreifen, dann werden damit natürlich auch Leute einbezogen, die auf der anderen Seite des Kontaktes stehen. Und wie Sie zu Recht sagen, das muss dann sehr genau abgewogen werden. Und dafür braucht es dann zunächst einmal auch theoretisch eine saubere Gesetzesbegründung. Und die haben wir eben momentan noch nicht. Und ich möchte mich einhaken zu diesem Thema, weil wenn man von dieser Überwachung redet, ich verstehe nicht, warum das Trennungsgebot letztendlich aufgebrochen wird, weil es sind letztlich Geheimdienst Befugnisse, die der Polizei gegeben werden. Und es ist nicht so, dass Geheimdienst und Polizei nicht miteinander reden. Hat vielleicht beim NSU nicht so gut geklappt. Aber wenn ich zum Beispiel Anfragen stelle, soweit man mir Auskunft erteilt, zum Beispiel beim Verfassungsschutz Niedersachsen, das sind genau die gleichen Rechtschreibfehler wie bei der Auskunft von Landeskriminalamt. Also haben sie voneinander abgeschrieben. Also reden sie wohl miteinander, wenn nötig. Und deswegen denke ich, dass wir jetzt schon das Gesetz, eine Gesetzgebung haben, die sowieso ermöglicht. Ich glaube, im Fall Amri sind sehr viele Fehler gemacht worden. Und wenn das bestehende Gesetz korrekt angewendet worden wäre, wäre es wieder anders gekommen. Ich glaube nicht, dass wir ein neues Gesetz dafür brauchen. Und ich finde es gefährlich bei dieser Speicherung ohne Ende von Daten. Das ist ausufern. Wo werden diese Daten gespeichert? Wie werden sie geschützt? Gibt es einen Hacker-Eingriff, der plötzlich diese ganzen Daten... Und wann werden sie gelöscht? Wer kommt später an die Macht? Diktatoren kommen auch durch Wahlen an die Macht. Sie haben zuvor Erdogan. Erdogan war ein Demokrat am Anfang, jetzt zum Diktator geworden. Ich finde es gefährlich, dass solche Daten... In welchen Händen landen solche Daten? Dann wird plötzlich... eine Regierung sagen, ja, alle, wo in der Datei das und das gespeichert, die und die politische Meinung oder die, das Fußball besucht haben, werden jetzt, müssen das und das ein Fußfessel kriegen. Also, ich finde, das ist ausufernd. Ja, genau. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, weil es wurde viel geredet und ich habe noch kein Wort dazu gesagt. Es wird gesagt, ja, es ist schön, es gibt Gesetzgebung jetzt für Fußfessel und so. Was auch wenig Leute wissen, also so habe ich das Gesetz verstanden, wenn die Menschen, die betroffen sind von diesen präventiven Maßnahmen, also wo nur so ein Verdacht ist, nichts bewiesen ist, dem nicht nachkommen, die können vor Gericht gezerrt werden und strafrechtlich belangt werden, weil sie diesen
Auflagen, weil sie diesen Fußfesseln nicht nachgekommen sind. Die können im Gefängnis landen, nur weil sie einer präventiven Maßnahme, wofür sie auch gar keine Straftat begangen haben, das heißt, man kriminalisiert die Gefahrenabwehr. Und das finde ich auch eine große Gefahr, dass das überhaupt möglich ist. Und das ist eine Neuerung in diesem Gesetz und das ist, was mir Angst macht, weil, ja, wie wird das Gesetz ausgewendet? Es gibt viel Spielraum. Es wird Missbrauch geben, da bin ich mir sicher. Nur, ich kann mich dagegen nicht wehren. Wie wehre ich mich denn dagegen? Ich kann sogar dafür bestraft werden. Also, wo kommen wir hin? Sie haben da wahrscheinlich zurzeit auch noch zu Recht Angst. Ich will da auch gar nicht meine eigene Meinung jetzt mit einbauen. Aus der Sicht der Polizei soll ja über diese Fußfesselgeschichte auch noch mal geredet werden. Herr Ibsen, Sie wollten noch was sagen. Und dann nähern wir uns auch schon dem Ende. Die Zeit ist auch ziemlich schon vorangeschritten. Ja. Eine allgemeine Bemerkung eines Staatsrechtlers, der über Jahrzehnte das Staatsrecht an der Universität gelehrt hat und der versucht hat, den Jurastudenten, Herr Limburg, Sie waren ja selber einer, einen Begriff auch des demokratischen Rechtsstaates beizubringen. Und das verlangt natürlich ein Vertrauen auch in unsere Organe, insbesondere die Polizei, wobei bemerkenswerterweise in der öffentlichen Auffassung die Polizei in ihrer Beliebtheit nur einen Schritt unterhalb des Bundesverfassungsgerichts rangiert. Jeder für sich bewerten. Aber dieses Gesetz ist der Versuch einer Rechtsbereinigung einerseits und einer Terrorbekämpfung andererseits. Und nach meiner Meinung besteht überhaupt kein Anlass, hier Polizeistaat oder spätere Diktatur oder was auch immer zu berufen. Der Sinn dieser Vielzahl von Maßnahmen ist nichts anderes als den Bürger zu schützen, denn wenn der Bürger, denken Sie an Berlin, betroffen ist, dann ist es immer zu spät. Mhm. Ich will noch einmal sagen, was ich eingangs in meinem Statement gesagt habe. Für unsere Kolleginnen und Kollegen ist wichtig, dass wir ein klares, sauberes, verfassungsrechtliches und datenschutzrechtliches Gesetz bekommen, damit unsere Kolleginnen und Kollegen handlungssicher arbeiten können. Das ist für die Kolleginnen und Kollegen auf der Straße im Ermittlungsbereich total wichtig, dass da auch Klarheit besteht. Deswegen ist es richtig, sich da auszutauschen, auch zu diskutieren, auch zu kritisieren. Das hatte ich ja eingangs gesagt. Es ist richtig, dass man auch bei der Anhörung auf die Gefahren hinweist. Ein Gesetz muss klar sein, insbesondere für diejenigen, die es anwenden, aber auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und ich verstehe durchaus, dass durchaus auch Bauchschmerzen bestehen. Ich bin ja auch Bürger selber und deswegen finde ich auch, dass das auch klar und ausreichend diskutiert werden muss. Noch ein letzter Satz. Es ist nicht nur ein Polizeigesetz, sondern ein Ordnungsbehördengesetz. Das bedeutet, das ist sehr wichtig für uns als Polizei, dass nicht nur die Polizei für die Abwehr der Gefahren zuständig ist, sondern auch die Ordnungsbehördenverwaltung stellt. Gut, jetzt haben wir schon jetzt eine Stunde schon gesprochen und ich sehe auch schon bedrückte Gesichter teilweise, so ein bisschen der ein oder die andere. Nein, also auf der Grundlage, dass der oder die andere vielleicht noch gerne was gesagt hätte. Ja, wir haben es auch gleich geschafft. Eine Sache interessiert aber mich persönlich auch noch und da würde ich jetzt Herrn Brockmann das Schlusswort fast schon überlassen. Wie geht's denn jetzt weiter? Beschlossen ist das Gesetz noch nicht. Was passiert jetzt? Den Parlamentariern bitte. Ja, ich möchte auch nicht, ich möchte jetzt auch, nein, ich will jetzt auch von Herrn Brockmann keine Entscheidung hören, sondern das Vorgehen. Lassen Sie mich doch was dazu sagen. Herr Limburg kann das ja dann gerne auch ergänzen. Also das Ganze ist ja nicht ein Gesetz, was jetzt die Polizei erarbeitet hat, will ich an der Stelle eben auch mal sagen, sondern das ist ein Gesetz, was im politischen Raum in den Regierungsfraktionen erarbeitet wurde. Natürlich auf der Grundlage des Gesetzesentwurfs Limburg, wo auch dann in der Legislatur davor SPD und Grüne ja gemeinsam einen Gesetzesentwurf erarbeitet haben. So, es gab jetzt die Anhörung dazu. Das ist ja hier auch schon deutlich geworden. Ich durfte auch mit vortragen. Herr Ibsen war mit dabei, Herr Schilfer mit dabei, Frau Thiel war mit dabei. Ich glaube, Sie in Person waren nicht mit dabei. Es war eine sehr breite Anhörung. Und natürlich wird es jetzt darum gehen, diese Kritik, die Anregungen, die Hinweise, die da gegeben wurden, das jetzt entsprechend dann aufzunehmen, zu verarbeiten, zu bewerten. Da ist im Moment jetzt gefordert, der Gesetzgebung zum Beratungsdienst des Landtages. So, die arbeiten mit Hochdruck natürlich.
Zielrichtung nach meinem Kenntnisstand nach wie vor, sowie auch in der Koalitionsvereinbarung dann niedergeschrieben, noch in diesem Jahr ein Gesetz auf den Weg zu bringen. Kann ich Ihnen auch nicht sagen, ob das gelingen wird. Was ich so wahrnehme, ist, dass es da schon an der einen oder anderen Stelle tatsächlich auch die Bereitschaft gibt, auch noch Veränderungen vorzunehmen. Das ist so der Stand, wie er jetzt im Moment da ist. Abschließend wird das Gesetz dann natürlich im Parlament beschlossen werden. Und dazu... Genau, also erstmal... Vielleicht kann ich das, bevor das Parlament spricht, auch sagen, ich würde mir wünschen, dass ich in irgendeiner Weise bei den weiteren Überlegungen dann auch nach Möglichkeit mit eingebunden werde. Vielleicht werden Ihre Wünsche erhört. Müssen sich nur die richtigen Leute angucken. Ja, vielleicht wird das tatsächlich der Fall sein, weil ich denke... das eine oder andere, was wir in der Anhörung vorgetragen haben, beziehungsweise ja auch deutlicher noch in der schriftlichen Stellungnahme gesagt haben, das würde ich ganz gern dann in dem Zusammenhang sicherlich auch nochmal anbringen wollen, wenn über die einzelnen Punkte dann tatsächlich beraten wird. Wie das Gesetz dann letzten Endes ausfallen wird und ob es dann den datenschutzrechtlichen Bedenken Genüge tun wird, das bleibt abzuwarten. Und wie lange dieser Beratungsprozess dauern wird, das bleibt auch abzuwarten. Also erstmal, genau wie Herr Brockmann gesagt hat, das Gesetz ist eingebracht worden von SPD und CDU, war ja unterstützt, ist in Anhörung auch deutlich geworden, ausdrücklich vom Innenministerium, was ja auch in Ordnung ist. Das Innenministerium hat ja da schon auch, wie auch bei anderen Gesetzgebungsverfahren, ja auch Einfluss mit. Ich nehme schon, will auch mal aus dieser Diskussion, die ja auch sehr hitzig und kontrovers, auch das Positive mitnehmen, dass es durchaus bei Akteuren ja auch sozusagen Diskussionsbereitschaft und Veränderungsbedarf gibt. Und ich habe auch in der Tat, wie Herr Brockmann, die Wahrnehmung, dass die auch im Landtag vorhanden ist. Insofern habe ich die Hoffnung, dass, was Richtervorwahl und ähnliche Sachen angeht, dieses Gesetz noch abgemildert wird, noch sozusagen verbessert wird. Es wird dann irgendwann, der Innenausschuss ist der federführende Ausschuss, der wird eine abschließende Empfehlung vorgeben. Dann geht es aber auch nochmal zu uns in den Rechtsausschuss. Wir werden aus einer verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nochmal diskutieren. Und dann wird es irgendwann in den Landtag kommen. Ich muss offen sagen, ich würde mich wundern, wenn das Dezemberplenum erreicht werden würde. Das wäre sozusagen die Zielrichtung, dass noch dieses Jahr verabschiedet wird. Und sonst wären wir im Januar oder Februar. Ich hoffe jedenfalls, dass das Gesetz am Ende tatsächlich das auch bringt, auch für die Polizeibeamten und Polizeibeamten und für die Bürgerinnen und Bürger, nämlich Klarheit, aber auch verfassungsrechtliche Klarheit und keine übermäßigen Einschränkungen von Bürgerinnenrechten hier in Niedersachsen. Ich wünsche mir, dass das Gesetz nie verabschiedet wird. Ich bin der Meinung, Freiheit stirbt mit Sicherheit. Das Gesetz ist überflüssig. Wir haben schon genug Gesetze. So, bevor jetzt jeder noch ein Statement abgibt und mir gleich die Gäste aufs Dach steigen, weil sie los müssen, mache ich jetzt noch ein Schlusswort. Wir sind natürlich zu keinem Fazit gekommen. Sie haben jetzt so eine Art Zusammenfassung schon gesprochen zum Schluss. Ich hoffe, es war für Sie ein bisschen erkenntnisreich und wir haben so ein bisschen ein paar Fakten, ein paar Meinungen darstellen können. Vielen Dank erstmal in die Runde, dass Sie alle hier waren und sich getraut haben, sich gegenseitig hier nochmal ein bisschen Feuer zu geben. Ich verabschiede mich jetzt stellvertretend für uns alle von Ihnen. Wir sehen uns bei der nächsten Talkterrine. Wir uns voraussichtlich nicht, aber das werden Sie verkraften. Vielen Dank an Sie. Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und tschüss. 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 Tschüss.